Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf der nordfriesischen Marsch vierfach. So, schauen wir mal, wie weit wir heute kommen mit dem Pressen. Vielleicht können wir es ja sogar abschließen heute in der heutigen Folge. Also das fällt definitiv. Ah, ich denke nicht, weil das ist schon noch enorm viel. Vielleicht doch noch Feld 9 dazu kaufen. Dann hätten wir auf jeden Fall genug Gras. Ich weiß es nicht. Dann können wir auf jeden Fall dann auch die Ballen sammeln. Sagen wir, machen wir jetzt erstmal hier das Feld mit Pressen fertig. Dann werden wir hier einsammeln. Dann werden wir hier die Ballen einsammeln. Und dann können wir hier schon den Kalker losschicken. Und nach dem Kalker dann den Mineraldünger. Eben auf Feld 5 warten wir noch, bis das reif ist. Oder angesät, dann kaufen wir uns das und dann wird das einmal bearbeitet und dann geerntet und dann wird das auch platt gemacht. Dann können wir nämlich da auch schön nochmal ein bis zwei Kuhställe dann irgendwann bauen. So peu à peu. Da hätte ich auch gesagt, wenn wir dann den einen Kuhstall voll haben, dass wir dann hingehen und 500 Kühe kaufen, nicht kaufen, sondern umladen, also von einem Kuhstall in den anderen. Denk mal, bis wir soweit sind, haben wir dann auch wirklich die 500er Stacks. Ah, ne, kann nicht sein, weil wir immer noch verkaufen. So, der Big M müsste ja theoretisch noch fahren. Ja, Big M fährt. Sehr schön. Ach ja, ist das herrlich, die Ballen zu pressen. Schön Ballen pressen, dann können wir irgendwann aufladen, die Ballen sammeln, kalken, düngen. Dann ist der Oktober vorbei. Dann können wir im November dann hoffentlich wahrscheinlich die Zuckerrüben machen. Dann meine ich Dezember, Januar, Februar, wo wir eigentlich vorspulen. Nicht viel machen, allerhöchstens mal Produktion leeren mit Gütern und einlagern. Ja. Und dann werden wir im März wieder Arbeit bekommen mit Felderansaat. Etc. etc. Aber bis es soweit ist, haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit vor uns. Nur noch ein paar Bahnen, wo wir pressen müssen, dann das Vorgewände. Dann können wir die Ballen sammeln. Musst du mal angucken, der Diesel, der ist noch nicht geladen. Ne? Also das geht ungefähr genauso lange wie an der Tankstelle. Ich
Ist jetzt eigentlich gerade gut, dass wir den Diesel nicht brauchen. Ja, an der anderen, am anderen Lager geht es deutlich schneller. Gott sei Dank. Und was auch, glaube ich, feststeht, ist, dass wir jetzt gleich Herbizid nochmal auffüllen müssen. Da würde ich mir, glaube ich, auch mal nach dem Preis aufschreiben. Muss aufgefüllt werden, okay. Dann werden wir diese Folge wahrscheinlich doch nicht fertig. Nicht erster Wegpunkt, sondern letzter Wegpunkt. So. Würde mir hier gleich noch den Preis aufschreiben. Das sind, glaube ich, 4600 Liter Herbizide. Was das kostet. Dass ich das dann gleich schreiben kann, tue ich mir schon mal Feld 19 einstellen. Oh, Feld 7. Ja klar, Feld 7 und Feld 1 können wir ja, glaube ich, auch noch spritzen. Feld 7 und Feld 1 können wir auch noch spritzen. Fahren wir hier lang. Ja, es ist jetzt schon ein bisschen ungewohnt, dass hier keine Bäume mehr sind. Alle Ratzeputz weggemacht. Schön die Herbizide einkaufen, dann weiß ich, was es kostet, und dann können wir das auch in Zukunft so machen. Nein, kein Flüssigdünger, Herbizid. So, 3.360 Liter sind 3.628. 28 Euro und es sind 3.360 Liter. Sehr schön. Habe ich aufgeschrieben. So, theoretisch kann ich auch sagen, hier soll er seinen Cursor aktivieren. Ist der letzte Wegpunkt. Müsste er theoretisch genau dorthin fahren. Na, jetzt sind wir da angekommen, wo wir wollten. So, das heißt, habe ich das jetzt auch notiert? Also, mittlerweile bin ich jetzt hier schon mit zwei Sachen jetzt dabei. Das einfach ein bisschen schneller zu gestalten. So. Ja, da sind wir jetzt ja mal drauf gespannt. Einen schönen Bogen fahren. Hat geklappt. Ich glaube nicht, dass ich das hier noch schaffe, in der Folge zu pressen. So, wir werden natürlich das Beste versuchen, dass ich jetzt dranbleiben kann, weil Herbizid fährt ja runter und tut dann direkt entladen,
nicht entladen, sondern fährt an den letzten Wegpunkt, wo er war, und tut dort weitermachen. Gut, dass man da jetzt so viel braucht auf dem Feld, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber gut, vielleicht ist das ja auch so, wenn man die Felder kauft von der KI, dass die einfach nicht normal wachsen mit dem Unkraut, sondern wirklich komplett. So, jetzt haben wir gleich die Bahn geschafft mit dem Pressen. So. So, aber ich fahre jetzt hier noch einmal kurz durch, dass der da ein bisschen wegkommt. Abfahrerfeld 19, jawohl, der ist angekommen. Ist jetzt auch wieder auf dem Feld. So. Das heißt, wir können uns die Meldung wieder schließen. Weil die brauchen wir jetzt nicht mehr. So. Er müsste jetzt ja gleich am Punkt angekommen sein, wo er aufgehört hat. Schauen wir mal, ob er dann wirklich auch alles nochmal schafft mit der Ladung. Oh, da habe ich jetzt zu spät eingeschlagen, glaube ich. Obwohl, nee, das war eigentlich noch grenzwertig gut. Ja, und er tut jetzt schon wieder spritzen. Das mit dem Diesel dann auch, können wir auch schön so einkaufen. Wir müssen ja auch nicht jeden Tag hinfahren und leer machen sozusagen die Produktion, sondern wir können ja auch mal sagen, wir machen alle 2 Tage. Gerade zum Beispiel Sägewerk. Wenn wir Sägewerk nur alle 2 Tage machen, dürfte ja auch kein Problem sein. In der Theorie. Ich weiß, in der Praxis sieht es meistens anders aus. Müssen wahrscheinlich echt bald mit den Brettern auf den Schichtbetrieb dann wechseln, sobald wir die Ding haben. Die, na, sagt's mir. Die Tischlerei. Müssen wir dann wahrscheinlich die Bretter wirklich im Schichtbetrieb herstellen, dass wir genug haben, um den Tischler zu versorgen. So. Jetzt sind wir aber auf dem letzten Vorgewende. Minimal stehen gelassen. So lobe ich mir das. Es ist auch so eklig, hier lang zu fahren. Aber es geht relativ gut. Das ist bestimmt bei diesem einfachen Knick, da verhaue ich es wieder.
Nee. Ich muss sagen, also sie sind schon relativ sauber hier unterwegs. Ja, und hier, wo wir dann... So. Ja, hier haben wir jetzt wieder was stehen lassen. Aber gut, meine Freunde, das wäre es gewesen für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.